Damit gelangen wir zur 9. Anfrage. Herr Abgeordneter Magister Harald Stephan, bitte. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Terror, der unter islamistischen Vorzeichen stattfindet, ist ein weltweites Problem und häufig zeigt sich oder besteht zumindest der Verdacht, dass die Radikalisierung und Anwerbung in Haftanstalten stattgefunden hat. Daher meine Frage, welche Maßnahmen setzen Sie, dass in Justizanstalten Radikalisierungen, insbesondere muslimische oder islamistische Radikalisierungen, hintan gehalten werden? Herr Bundesminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Ihre Frage ist absolut berechtigt und gibt mir auch Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich schon sehr frühzeitig begonnen haben mit Gegenmaßnahmen gegen die Gefahr der Radikalisierung auch in den Haftanstalten. Nur stichwortartig, das begann natürlich mit einer intensiven Kooperation zwischen den Justizwachebeamten, speziell geschulten Justizwachebeamten in jeder Justizanstalt mit dem BVD, um hier den Informationsfluss sicherzustellen. Das ging weiter mit dem Engagieren des Vereines DRAD, der sich international bewährt hat mit Deradikalisierungsprogrammen und der nicht gleichzusetzen ist mit einer seelsorglichen Betreuung. Das ist was anderes, das muss man auch trennen. Das eine hat mit dem anderen nicht notwendigerweise was zu tun. Ja, wir sind hier von Anfang an wirklich sehr vorsichtig gewesen und haben derzeit immer noch so circa, ich kann es Ihnen nur ungefähr sagen, an die 70 Personen in Haft in Österreich, zum Teil strafhaft, zum Teil Untersuchungshaft mit dschihadistischem Hintergrund. Daher ist es völlig richtig, dass man hier besonders vorsichtig sein muss, um Radikalisierungen in der Haftanstalt zu vermeiden. Unsere Justizwachebeamten, speziell auch dafür geschult und mit Unterstützung des Vereines DRAD, die tun das so gut, dass nur möglich ist. Wie wir wissen, ist eine Radikalisierung nahezu überall möglich. Natürlich muss man hintanstellen, dass durch Internet und ähnliche Einflüsse von außen es dazu kommt. Das tun wir auch. Wie wir kürzlich erlebt haben, gab es offenbar auch eine Radikalisierung in einem Krankenhaus, im Gebetsraum eines Krankenhauses. Also man muss offenbar wirklich überall vorsichtig sein. Und da sind wir auch, da können Sie sicher sein. Und die Maßnahmen, die wir bisher gesetzt haben, die haben, glaube ich, schon auch gegriffen, nämlich in ihrer feinen Abstufung. Aber ich kann auch hier nur sagen, wir sind uns dieser Gefahren bewusst und bis jetzt konnte man das bewältigen. Und es ist die Zahl an Inhaftierten nicht gering, die wir haben. Das Problem ist nicht gering und wir nehmen es auch sehr ernst. Zusatzfrage? Bitte. Herr Bundesminister, ja, international wird eben dieses Problem auch sehr ernst genommen und ein wesentliches Thema ist ja dabei immer das Gefahrenpotenzial, das von Menschen ausgeht, herauszufiltern, weil diese Täter, die unter diesem Gesichtspunkt jetzt in Haft sind, sind ja sehr heterogen. Das sind also zum Teil Menschen, die nur verbal sich vielleicht äußern und andere sind wirklich tatsächlich potenziell gefährlich. Und da gibt es international Methoden des Screenings, wo eben dieses Gefahrenpotenzial herausgefiltert wird, um dann, und davon gehe ich aus, dass das auch in Ihrem Sinn ist, diese Personen, die wirklich gefährlich sind, zu separieren, damit sie eben nicht anwerben können und die Radikalisierung vorantreiben können. Daher meine Frage, meines Wissens gibt es das nicht, diese Art von Screening, dieses Hochrisikopotenzial herauszufiltern. Wenn ich da falsch liege, dann werden Sie mir das jetzt sagen, aber wenn ich richtig liege, dann frage ich, ob Sie planen, das einzuführen und wenn ja, wann das eben stattfinden soll, dass diese Hochrisikohäftlinge herausgefiltert werden können. Herr Bundesminister. Herr Abgeordneter, der Begriff Screening ist etwas vielseitig. Ich kann Ihnen nur versichern, dass wir in unseren Justizanstalten gestützt auch auf die Informationen des BVD und auch mit Unterstützung internationaler Institutionen, ich denke jetzt vor allem an Europol, wirklich allen Hinweisen nachgehen, die man verfolgen muss, um hier das Risiko von Personen und das von ihnen ausgehende Gefährdungspotenzial auch wirklich möglichst genau einschätzen zu können. Wir haben auch darüber erst vorgestern beim Justizministerrat gesprochen. Da gibt es einen engen Informationsfluss, auch international und zwischen den Staaten, die mit diesem Problem konfrontiert sind. Und wir gehören leider zu jenen Staaten, die mit diesem Problembereich in größerem Umfang konfrontiert sind als die Mehrheit der anderen EU-Staaten. Daher sind wir hier auch international gut vernetzt und auch unser BVD, das muss ich wirklich sagen, ist hier bis jetzt auch durchaus erfolgreich gewesen mit seiner
Arbeit, auf deren Ergebnissen wir auch in den Haftanstalten aufbauen konnten. Deshalb ja auch dieser direkte Informationsfluss zwischen speziell geschulten Justizwachebeamten in jeder Haftanstalt und dem BVD.